Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen bei einer neuen Folge von FIFA 16. So, jetzt machen wir doch erstmal wieder mal die drei Packs ab. Bronze-Set und Gold-Sets. So, mal schauen, was drin ist. Zah, die Bronze-Spieler. Alle für den. Seltene Bälle noch. Wow. Den Rest in den Verein. Auf. Alles dann so wie das letzte Mal bei. Bei dem 5er Sets da nur. Ah, Berg. Okay, Niasse, Wall und Lille, okay. So, den Rest in den Verein und dann machen wir das letzte Pack auf mit Messi drauf. Noch ein Messi drin. Ein russischer Spieler. So, Portugiese noch, also portugiesische Liga. Ja, ansonsten nur Scheiße. Aber gut. Und nicht. Wir machen heute 29.000 Münzen. Und genau, dann wollen wir doch weitermachen mal. Hm. 4-1-2-1, boah. Oder 4-3-3. Ah, immer die. Ja, so. Natürlich ein Ronaldo, oder? So. Wir haben einen aus der Spanischen. Dann nehmen wir doch ihn hier. Barbosa. Innenverteidiger. Oh. Godin, richtig geil. Otamendi oder Pepe? Ich würde Pepe nehmen, wegen Spanien. Rechter Verteidiger. Abeloa natürlich. Iraola ist okay. So. Oh, geil. Hallo. Richtig geile Sache. Zoras. Ja. ZM. Ah, da geht's schon wieder los, ne? Oh, wen nehmen wir denn da? So. Spanischer. Ach komm, Alter. Nehmen wir Goretzka. So, rechter Flügel. Ja, ne? Und Sturm kommen, Benzema oder so. So. Was haben wir jetzt für Tor? Niemand. Ich bräuchte noch einen zentralen Mittelfeldspieler, der auch mit dem Tschech habe ich, ne? Mal ihn hier noch, so. Damit der passt. Nochmal einen Gips.
es ist. Scheiße. Nehmen wir mal der Bräune. Das kannst du echt nicht sein, ey. Ödler. So. Komm ZM mal was oder so. ZOM. Nimm ein Senior. Oh, Reus. Oh, Neymar. Boah. Scheiße. Nimm mal Neymar noch. Diekmeier, komm. ZM, ZOM, Jungs. Tube. Einer aus der spanischen Liga, Jungs. Einer aus der Sp So, jetzt der letzte. Verdammt. Dann nehmen wir ihn noch hier. So. Dann wechsle ich ihn mal aus für ihn hier. So. So. Müsste eigentlich passen jetzt. Setze ich dann auf den rechten Flügel. Und Lewandowski mache ich dann einen Sturm. Genau, so müsste es passen. Jetzt machen wir noch einen Manager. Ja, nehmen wir ihn hier. Egal. So. Oh, schon geil. Okay. ZMs gebraucht, ne? Was ist, wenn ich so? Verteidigung. Scheiße. Da hätte ich einen Spanier gebraucht. Gefällt mir nicht. Aber Goretzka fällt mir jetzt auch nicht da drin. Scheiße, da habe ich nicht mehr drauf aufgepasst. Nee, aber ich lasse den De Bruyne drin. Weil gut. Goretzka brauche ich nicht. So. Okay, dann fangen wir an. Muss ich halt dann noch Lewandowski und Neymar. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt mal ein bisschen weiterkommen als in der ersten Runde. So, mal schauen, ob wir einen Gegner finden. Jawohl. Ja, gegen Holland. Mal schauen, wen er hat.
Ah, er hat Suarez, er hat Ronaldo, Benzema, James Rodriguez, Marcelo Godin, nee, doch Bonucci, Reina. Boah, auch ein sehr gutes Team. Da kommt der So, Abschluss wenn von wir Benzema. haben den Ball. Also. Weder für Neymar und Lewandowski für Alcázar. Okay. So müsste es passen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie werden heute über die Flügel kommen, deshalb auch das 4-3-3. Na, Jetzt gibt's einen Einwurf. ich wollte eigentlich zu Ronaldo spielen, aber irgendwie. Nummer 6. Ronaldo am Ball. Oh, was war denn das schon wieder für ein Pass? Marco Asensio. Suarez. Ah, da bin ich da. Oh. Geht er rein? Nee, so nicht. Gezielt. So nicht, Junge. Da fehlt die Konzentration. Oh, mach mal kurz. Schwimmen wir mal darüber. So. Jetzt Ronaldo am Ball. So ganz ruhig mal. Wieso spielt er denn dahin? Marco Asensio. Und das war's mit dem Angriff. Der Oh, da Platz ist steht frei. Marcel. Oh Gott. Das war einfach. Und er hat den Ball. Rodriguez. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Oh. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, was spiele ich schon wieder hier für ein Scheiße? Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ach, das ist ein Spiel. Jetzt können Sie sich für den Angriff wieder sortieren. Spielen wir mal darüber. Ah, toll. Jetzt James. Oh, Junge. Oh. Alter Schwede. Eckball. Wahnsinn. Ronaldo! Die Ecke geht ins Alter. Eis. Ich dachte schon, der Keeper springt nicht hin. Er setzt das Ding knapp daneben. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. So. Jetzt kommen wir leider. Ah, so nicht. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ach ja, genau so ein kleiner Schubser. Es kann's nicht sein, ey. Manometer. Ach komm, ey, hör mal auf. So ein blöder Rempler, das ist immer Elfmeter. Es kann's echt nicht sein, FIFA. Aber jetzt müssen, liegen wir mal wieder im Rückstand, ey. Oh. Lewandowski jetzt am Ball. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. De Bruyne am Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Mein Gott, also das sind Pässe, Kein Problem. verstehe ich Hier ist nicht. der Ball. War sowas. Genau. Marc Bartra. Ist klar. Den holt Godin sehr gut ab. Ah. Ronaldo. Wahnsinn. Marco Asensio spielt den Ball direkt zurück. Marco Also, ich Asensio. glaube, ich höre irgendwann bald auf hier mit FIFA. Es kann echt nicht sein, ich krieg gar nichts zustande. Auch ein weiteres Tor. James Ja, ist gut. Ah. Mein Gott, wie der angepaced kommt. Ey, Wahnsinn. Marcel So, Rodriguez. Marcelo, jetzt zeig mal, was du kannst. Komm. Das könnte gefährlich werden.
Es dauert alles viel zu lange, Mann. Das gibt's doch gar nicht. So. Boah, da kann er mich auch mal langlegen, ne? Dann habe ich auch noch einen Elfmeter. So. Ach, und Da dann. kommt er hin und spielt Mann. den Ball weg. Und Pepe geht da rein. Und Neymar. So, nehmen mal rum. Pass zu Ronaldo. Ach Mann, ey. Er soll ein bisschen weiterkommen. Dann kriegt er nicht. Der Ball ist über die Ah. Linie und Einwurf. Jetzt Neymar am Ball. De Bruyne. Das könnte eine Gelegenheit werden. Den Oh Ball Mann. holt er sich vollkommen problemlos. Er kommt nicht Es zum Ball, kann's nicht aber der Schütze sein. passt auf. Ja, lauf einfach durch, ist klar. Ach Mann. Also ich kann mich hier aufregen, das ist der Wahnsinn. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Dell. Oh, komm, Ronaldo. Ronaldo mit der Flanke. Oh, kriegt der Bonucci noch seinen scheiß Kopf ran, ey. Eckball gibt's. Mann. Da passt er auf, Ball gespielt. Ah. Alter. Aber dann auch ohne Rote, ne? Dann kannst du es ruhig weiterspielen lassen. Ja, ach Und komm. für die Ist doch Szene lächerlich. zieht er völlig zurecht die gelbe Karte sogar. Das war ein bisschen zu viel, jetzt muss er sich zurücknehmen. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Ball bei Neymar. Gut gemacht. Ah. Grätsche holt er sich den Ball. Abeloa. Jetzt könnte es gefährlich So, werden. ne, mal komm, lauf. Neymar am Ball. Schöne Flanke. Den Ball Oh nimmt Mann, er mit ey. guter Einsatz. Ah, Mann. Also wir haben null Schüsse, ey. Das kann echt nicht sein. Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig hier. Anpfiff zur zweiten Hälfte. So, ne, mal jetzt kommen. Flanke kommt von Neymar. Yes, jawohl, da ist der Lewandowski, Robert. Come on, jetzt. So muss es sein, richtig geil. Joker-Tor. Er trifft nach seiner Einwechslung. Das nenne ich mal gutes Timing. Er springt im richtigen Moment hoch und kann dem So, so Gegner nicht. ordentlich Tempo mitgeben. Ein tolles Kopfballtor. So, ne, mal komm, lauf, lauf. Godin klärt den Ball. Och, er braucht so lang, der Bräune. Wahnsinn. Ronaldo am Ball. Sie haben den Ball. Oh, gut geklärt. Oh, was mache ich da? Und Ronaldo. Lewandowski. Robert Lewandowski dürfte zu den komplettesten Mittelstürmern überhaupt zählen. Ja, und das wirklich auffällt, Wolf, den kannst du im Ach, faul wieder von mir. Ach komm, ist ja lächerlich. Sie spielen den Ball so schnell. Und Neymar. Ah! Yes! Come on, Alter. Fehler vom Gegner, dass er ihn nicht einfach rauspölt, raushaut, sondern mir in die Füße spielt. Richtig schön. Yes! Come on! Alles drin. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Neymar. So, komm, Neymar, komm wieder mal hier. Richtig geil.
den Ball nicht abnehmen. Okay. Jetzt nehmen wir am Ball. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Lewandowski. Ja, come on. Das jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn gepackt endlich. Puh. Ein gebrauchter Tag für den Keeper. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Oh, jetzt hat er schon, glaube ich, keinen Bock mehr. Lewandowski. Das macht er gut. Boah, jetzt fault er nur noch, grätscht nur noch, mein Gott. Flanken wir mal rein, oder? Wird das jetzt gefährlich? Jawohl, jetzt haben wir ihn. Vielleicht geht er ja gleich raus. Und wieder drin und wieder versenkt. Heute trifft er einfach alles. Und die Abwehr des Gegners findet überhaupt keine Mittel gegen ihn. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Und jetzt ein Zweikampf. Ronaldo mit der Flanke. Naja, er sollte auf De Bruyne gehen. Ist der Ball weg. Nun Benzema. Und nun ein Schuss. Den kann man abblocken. Aber er geht nicht raus, ne? Also er bleibt eisern. Oh oh. Oh, da trifft er die Latte. Ach ja, wie lange willst du den Vorteil laufen lassen, Schiri? Mein Gott. Jetzt bringt er den Freistoß. Klasse gemacht, starke Block. Oh. Und Lewandowski. Und jetzt komm. Abeloa. Oh, ich dachte, es ist Neymar. Aber gut. Boah. Grätscht aber auch rein, ha? Huch! Und Ronaldo. Oh, Alter! Wie weit lässt du den denn? Marcelo. Was? Was ist denn da faul? Der Freistoß. Nee, nee, war nix. Und jetzt De Bruyne. Ah, wird schade. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Bisher hat er ja alle Bälle aus dem Netz. Vor dir steht doch einer. Wieso kannst du den nicht anspielen? Ne, kriegt er nicht. Hauptsache L1 Dreieckpass. Jawohl. Ganz wichtig, Junge. Davon ausgehen, dass die Fans heute sehr zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Kein Zweifel, der Sieg ist fest eingeplant. Die Mannschaft zeigt sich sehr engagiert und die Anhänger wissen das zu würdigen. Komm, schießen wir nochmal drauf. Oh. So. Dau. Boah. Alter, also echt, FIFA hat's gegen mich mit Fouls. Jetzt Santi Cazorla. Einwurf. Danke. Jetzt Cristiano Ronaldo. Boah. Bartra.
Ah. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. So, also das Spiel haben wir schon mal gewonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ah, will er zu viel jetzt, der Neymar? oh. Scheiße. So, Pfeif abkommen. Und Karim Benzema. Pepe. Hola, Oma Alonso. Nee. Gudin macht es gut hier. Ball bei Benzema. Rodriguez. Jetzt schießt er. Da passt der Torhüter auf. Super gemacht. Den klärt er auf. So, sehr gut. 4 zu 1 gewonnen. Ja, also in der ersten Halbzeit war man noch klar, irgendwie, keine Ahnung, was das war.